Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, aus historischen Zwecken ist es gerade der 3.10.2024, 22:01 Uhr. Und es wird eigentlich Zeit, das Spiel zu spielen. Und durchzuspielen. Cry of Him. Ein Horrorspiel. Ein Psychological Horror Survival Spiel. So wie Signal ist und Science 2 ist. Nur viel brutaler. Und es erforscht eher den Aspekt der Depression bzw. der Einsamkeit. Beziehungsweise die Depression, die aus der Einsamkeit entstehen und Hoffnungslosigkeit. Das Spiel ist sehr, sehr edgy. Aber in guten edgy Sinn. Also es hat sehr ernste Themen, die einen berühren, auch wenn man selber darunter nicht leidet. Es ist auch ein verdammt, gutes Spiel, was einen sehr immersiert und wirklich erschreckend ist. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, außer dass das Spiel kein Blind LP ist. Aber an einer gewissen Stelle ist es blind. Vom Gameplay her, aber ich kenne die. Das ist immer die Sache so. Ich kenne die Geschichte. Ich kenne die Enden, aber ich weiß nichts mehr im Detail. Ich könnte jetzt spoilern, aber ich könnte keine Details nennen. Ist ein bisschen blöd. Aber ab einer gewissen Stelle weiß ich auch nicht mehr, was man machen muss. Und sind wir ganz ehrlich. Ich habe auch schon einiges vergessen. Nicht alles, aber es wird trotzdem ein unterhaltsames, immersives LP in Abstieg in den Wahnsinn und dunkle und grauenhafte Zustände der menschlichen Psyche. Und große Unschleife legen wir direkt los. Ich bin zwar niemand, der so den leichten Weg nimmt in Videospielen. Meistens nicht. Ich würde aber dann halt eher auf Videos spielen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr viel. Ich muss erstmal reinkommen. Wisst ihr was? Das ist echt schön difficult. Es wird brutal. Es wird eine Tortur, aber damit können wir dann wenigstens mit Protagonisten etwas mehr mit relaten. Ich spiele es auf difficult.
mächtiges Intro. Summary, wir waren gerade alleine, komplett einsam in der Bahn. Sind an einer Station ausgestiegen. Dann nachts eben nach Hause gelaufen. Ich wusste, dass es nach Hause gelaufen ist. Wollten Mann helfen. Und wurden da von einem Auto angefahren. Dann hatten wir eben die Aufforderung aufzuwachen. Und haben anscheinend, oder jemand hat diesen Mann gegen eine Wand mehrmals geschlagen. Ich weiß jetzt nicht genau, das ist manchmal, ich weiß nicht genau, was das Intro jetzt heißen sollte. Ich habe eine Vermutung, aber ich behalte die mal, bis ich mehr habe. Wir gucken es halt um, das wird ein massives Display. Ich mag es hier nicht durchzurushen, ich will es mir jetzt in Ruhe angucken. Ich vermute, das ist unser Zimmer. Weil hier ist ein Poster von Half-Life 2 und Simon ist ein Epic Gamer. Er liebt Half-Life. Ich vermute, weil viele Jungs lieben Half-Life. Gut, wir gehen mal weiter. Jetzt weiß ich, dieses X muss man fotografieren, weil mit einem Lichtblitz kommt man dann weiter. Okay, die sind mehrere Lichtblitze. Geht's weiter, aber wir wollen uns ja noch ein bisschen umgucken. I hate you. Da war nichts, okay. Hier ist noch das hier vorne. Wer sagt das uns? Da geht's weiter, was ist hier? Oh. War das der Mann? Oder war das gerade Simon? Nee, das war doch der Mann. Den wir auf der Straße gesehen haben. Oh. Suizid. Das Video ist demonetarisiert. Geht's da weiter? Was ist da? Nichts. Okay, ich muss weitergehen. Oh, fuck. Tür war direkt vor der Fresse. Ach, Scheiße. Da geht's weiter. War das auch Simon oder war das? I can't take it anymore. Ich frage mich, ob das die Nachrichten von Simon sind oder ob wir die. Also, ich denke mal, es ist Simon, aber. Ich meine, wessens Perspektive haben wir gerade? Wir haben doch Simons Perspektive. Oh fuck. Okay, da kommen wir nicht ran. Boah, Soundline ist so gut, dieses Spiel. Das ist ja voll weit weg. Ich kannte schon und wurde trotzdem erschrocken. Was zum Fick? Ich muss ein bisschen lauter machen. Ich will es nicht zu laut haben, ich will schon laut haben, als ich immersiert bin. Wie sind wir hier? In der Gasse. Von Credit Suisse aktiv vorlesen sollen. Es sei denn, dass man auch erstmal noch hier Prepaid-Handys hatte und das noch aufladen musste. Mit weit man Verträge und sowas hat. Zumindest kenne ich das nur so. Chapter 1, Lost in the City. Übrigens, wir sind in Schweden. Das ist unser Wetter. Mobile Phones, Simon's Mobile Phone. Phone screen can be accessed by selecting the use option. Where are you? Go home as soon as possible. It's getting dark. Oh, Mom. Da ist sogar eine Taschenlampe. Wir können zuschlagen mit dem Handy. The Switchblade. Easy to handle, but very weak. With an ineffective range. Wir können nämlich hier dual wield und dann können wir. Moment, können wir Dual World? Wie heißt das? Doch, Dual Wield und dann können wir Messer und Smartphone haben.
Hab ich mal Licht und ein Messer. Gut, das ist doch ein bisschen so laut, ich mach's ein bisschen leiser. Gut, dann laufen wir mal ein bisschen weiter. Ich weiß, ob der Access Inventory, jetzt kommt wahrscheinlich das Tutorial. From here you can just drop, equip or combine items. Some items can be combined with weapons and vice versa, mouse over slots for hints. Ja. Das Spiel ist nämlich auch, weil es halt eben das Genre als Psychological Horror Survival ist. Es gibt auch eben Rätsel, die man lösen muss, um voranzukommen. Ich hab... Warte, was? Hä? Huh? What was that? Drink with the bleed to stamina bar quickly, so use it sparingly. I can't open it, strange. There is no lock. Ja, wir können nämlich rennen. Und... eben halt Stamina regenerieren. Es geht schneller, wenn wir halt eben uns locken. Find a code to the padlock. Oh, hier geht's weiter. Moment mal kurz, ich will erstmal gucken, wo das Padlock ist. Will ich im Kopf eine Art Karte. The Shutter's closed, what but. Genau, hier ist das Padlock. Ich kenn natürlich die Zahlkombination nicht, deswegen laufen wir weiter. Moment, war das? Oh. 1, 4, 3, 2. Eins, zwei, drei. Okay, ich weiß nicht mehr genau. Ich löse es richtig, ja. Ich hätte es auch richtig gelöst, wenn ich das nicht gewusst hätte, weil... Ich hatte im Stream, ich habe diesen Stream mal gespielt. Ich habe es auch eine sehr lange Zeit gespielt. Und falls ihr streamt, ich würde euch empfehlen, macht eure VODs und speichert die auf einem Archivkanal oder irgendwo sonst, weil... Ich finde, vor allem wenn ihr selten streamt, bitte, bitte macht VODs und speichert die für euch. Müsst nicht mal online stellen. Fuck! Alter, das habe ich erschrocken, das habe ich komplett vergessen. Oh fuck, Junge. Alter. Junge. Und ich hatte halt eben... Ich hatte an der Stelle sehr lange rumgesessen, weil ich halt... es nicht eingegeben habe und... Das war immer falsch herum hatte und die Zahlen verkackt habe. Alter, Junge, ich... Das Sounddesign ist gut. Übrigens, gutes Sounddesign und nicht zu wissen... Das Spiel macht's gut, ja? Macht Sounddesign gut. Die keine Ahnung haben, was... keine Ahnung haben, was auf einen zukommt. Oder was da ist... Das sollte fundamental wichtig sein für ein Horrorspiel, meiner Meinung nach. Zum Fick. Ist hier irgendwas? Sieht so aus, ob es das aufheben könnte, aber nein. Oh Gott. Ja, die Mouse Acceleration ist an. Das heißt, wenn ich mal schneller drehe, ist die auch beschleunigter. Muss ich ausmachen, mache ich nach dem Ende des Parts. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel das anhabt, aber es müsste... jetzt wissen müssen, was halt eben auf der Gold Source Engine beruht. Gold Source ist die Engine von Half-Life 1. Und ich finde jetzt gut, dass sie diese Engine genommen haben, weil durch ihre Clunkiness und dass es eben so altbacken aussieht, hat es eher so eine PS1 Grafik. Und diese und beziehungsweise PS2 Grafik, PS1 bis PS2. Und ja. Die selber hat einen ganz eigenen, eine ganz eigene Atmosphäre, die einen für mich greift. Es ist wirklich unheimlich. Cloudy Day. Es ist wirklich unheimlich. So, man ist auf so einem Platz, es ist dunkel. Keine Sau ist hier. Wobei in der Nacht trotzdem noch hier Leute sein müssen. Leverhof 45. Gut. Wenn man zweimal in Richtung Taste drückt, dash man in die Richtung.
Also das Spiel ist wirklich gut und es ist kostenlos. Bitte, bitte ladet sich runter, spielt es runter, spielt es bitte, wenn das was für euch wäre. Selbst wenn nicht, probiert es aus, spielt es mal. Es ist genial. Wie dem auch sei, ich gehe mal jetzt mal rein. Die Ambiente ist wirklich cool. Was steht da eigentlich? Kann man nicht lesen. Ich dachte vielleicht so eine subtile Message an Simon. Wir sind irgendein Weinladen oder Restaurant. Was ist das? Computer. So, nämlich müssen wir hier Lever auf 44 und Cloudy Day eingeben. 3431. Okay. Cool, ich wusste nicht, dass es die Codes so random macht, deswegen kann ich den Code nicht haben. Ich bin nicht bereit für Combat Encounters, ich war auf Difficult gestellt. Ich stelle mich aber auch gerade an, Alter. Es ist nur der Anfang, es wird schlimmer. Und es hat auch eine Bedeutung, warum es schlimmer wird. Es ist wie in jedem Horrorspiel, es wird schlimmer. Jetzt muss ich einfach durchstehen, danach kommt der Teil, wo ich wirklich feucht muss. Ich renne hier durch. Ich renne weiter. Ich komm von. Na! Komm ich hier von. Links und rechts, Alter. Nein, Digga. Mein Gott, Alter. Das Spiel ist wirklich. Also, um Angst, wirklich Angst zu haben, muss man wirklich die Kamera. Entweder nicht komplett steuern können oder sie wirklich einen Namen Protagonisten haben, am besten Ego-Perspektive. Aber das Signal ist, war das Ding, ich hatte nicht so viel Angst, weil man konnte immer über Elsas Schulter gucken und den Raum abchecken. Ich hab trotzdem an bestimmten Level Angst. Aber es ist nicht so schlimm wie hier. Junge. You can put up to three items in your quick slots. Okay. Übrigens, falls ihr mich sehen wollt, wie ich das Spiel gespielt habe und an welcher Stelle ich gestruggelt habe, guckt euch bitte dann bei meinem Twitch-Kanal die Clips an. Einer der ersten Clips war halt eben, wie ich Cry 4 gespielt habe und da bei diesem einfachen Rätsel verkackt habe, weil ich da halt nicht richtig die The One Budge, ja, okay, es ist ziemlich linear. Ziemlich linear. Daran geht nichts vorbei, ne? Look to the right. Ich glaube, ich muss es nicht kommentieren, ich kann es selber lesen. Da ist ein Speicherpunkt. Bis wir gehen mit End Location für Tape Recorder. Machen wir mal. Ah, what is it doing here? Looks like an old tape recorder. I should be able to record my thoughts and experience here. Thing requires a tape in nightmare mode. The tape can only be used 5 times. Hier kann ich es jetzt benutzen, wie ich will, oder? Okay. Bin ich gut, weil jetzt wird wahrscheinlich kommen konnte. First most suited for melee attack with your weapon. Ja, hier nicht. Will cause small amount of damage to monsters in your immediate vicinity. Use it to push enemies, attack enemies when surrounded or out of ammo.
Oh fuck, Alter. Is that blood on the floor? Christ, it looks like it. What's going on? How the fuck did I even get here? Oh shit, jetzt geht's los! Fick dich! Nein! 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 Ah fuck! Der putzt dich so weg! Ich bin so tot! Ich bin nicht tot, aber ich... Die goldenen Antlicker Schlager. Was, warum? Warum hat er gerade. Warum hat er gerade so gestillt? Soll ich nochmal neu laden? Wir sehen, du kleinst, wer das one on the ladder is erected, you should climb down of up. Oh fuck. Also ich versuche komplett so gut wie es geht auszubrechen. So. Leicht peinliche Geschichte. Ich habe das Spiel neu gestartet. Ich habe mich entschieden, statt Difficult spielen wir Medium. Ich habe vergessen, wie schwer dieses Spiel ist und... Ich weiß nicht, es war eine blöde Entscheidung, es überhaupt auf schwer zu spielen, weil... Ich hab's ja nie durchgespielt. Ich hab das Spiel kaum gespielt. Und... Es wäre halt einfach schlauer, es einfach mal auf Medium zu spielen. Einfach ist mir zu einfach, dann Medium ist dann eine gute Schwierigkeit für mich, um reinzukommen. Dann bei zukünftigen Playthroughs das eben besser hinzubekommen, aber für den Anfang kann euch nicht damit foltern, jedes Mal zu sehen, also jedes Mal zu zeigen, wie ich das cutten muss und es würde mich unnötig bremsen. Ich bin nicht gut und ich will euch trotzdem eine Experience... Da war eine AP-Spritze. Morphine syringe. A syringe containing a one dose of morphine restores health, but too much can be dangerous. Ja, also Overhealing könnte damit nicht funktionieren. Na gut, da war HP, aber komm. Ich muss an die Zukunft denken. Ich meine, es wird schwieriger und wenn ich hier schon hart stuck bin, es wird kein gutes Let's Play. Ei. Bitte, ich krieg trotzdem noch was mal. Oh, Junge. Ich muss Small Acceleration dann auch wirklich ausmachen. Ich meine, ich kann hier nicht wirklich fliehen, also jetzt bin ich... Ich könnte versuchen, hier halt rauszulocken. Nee, kann ich nicht. Das wird trotzdem springen, weil man kann nicht an die Seiten von denen durchrennen. Man wird getroffen. Und ich kann mir jetzt nicht erlauben, noch mehr Hits zu kassieren. Okay. Und in alles bei anderen Survival-Horrorn ist hier der Kampf tatsächlich oft Teil vom Spiel. Schauen wir das hier. In den meisten Horror-Survival-Titeln versucht man eher den Combat, den Kampf auszuweichen. Double Tap direkt hier. Ich kann einfach Alt drücken. Das macht's ja einfacher. Scheiße. Was auch immer das für ein Teil ist. Oh Junge. Kann ich ihn vielleicht hier ausweichen? Alter, wie die auf einen zurennen. Okay, ich kann ausweichen. Kann ich auch wieder ein bisschen lauter machen. Oh, hier ist eine Sackgasse.
Junge, ich hätte dodgen sollen. Ah, fuck. Nee, ich krieg trotzdem aus. Okay, schnell hier durch. Seht ihr? Ich krieg's trotzdem aus, Mal. Keine Sorge, ihr werdet trotzdem euren Spaß haben. Wir weiter? Wir müssen weiter sein, oder? Help me, please help. They're coming. I'm inside the apartment, sorry. Wer auch mal die Nummer ist, ist nicht die gleiche. Ja. Wir müssen dann hier drauf. Crowdjumping, gute Sache, wenn man das richtig kann. Bin hart stuck hier. Kann ich rein? Gott sei Dank, ich kann hier rein. This place doesn't feel right. Fühlt sich gerade so viel ist nicht richtig an. Can't call the elevator, it must be stuck somewhere. Gut, du könntest es auch ein bisschen chillen. Fourth floor. Help the person on the fourth floor. My secret note, part 1. Oh Junge, ich kann das nicht lesen. Oh jetzt. Three little kiddies playing in the park. Date the first kiddie, let's go home before it gets dark. The first two went on the merry way home. The first kid stayed playing all alone. Come here little child, come to me. The bushes whispered softly. Einfach whispered. Na, ich. They say curiosity killed the cat. Ui. Mörder. Was ist das? Machinery Room. Graffiti. Boah, die Musik ist so Silent Hill-esque. Ich liebe es. An dieser Stelle nochmal Shoutouts an Akira Yamaoka, der beste Videogame Music Producer, Composer, den ich je in meinem Leben gehört habe. Es kommt weniger an den ran. Ich würde halt noch mit Gordon einfallen, aber seine Musik richtet sich ja so an actionorientierte Brecher wie Doom Eternal und sowas. Was gut ist, ist nicht negativ. Atari. Kinder! Ich will ein bisschen Ruhe angucken, bis du bringst. Oh Gott. Okay, gut. Wir brauchen die Spitze. Du gesagt, Morphin, this is strong stuff, so it better be careful with it. Da ist ein kleiner Hint an Simons Psyche. Der arme junge Mann ritzt sich. Wie es im Intro gesagt hat, er ist sehr einsam und Einsamkeit kann wirklich mit der Psyche. Ich spreche mal kurz lieber. Die ist jetzt irgendwie dumm sterben, weil ich irgendwie runterfalle oder sowas. Ich kenne mich doch. Und Einsamkeit kann wirklich viel mit der Psyche mit eines Menschen anstellen. Ihr wisst nicht, wie stark es einen kaputt machen kann, einsam zu sein. Man kann wahrscheinlich gar nicht mehr klar denken. Ganz als ob ich eine DVD reingemacht und laufen lassen habe. Kennt ihr das noch? DVD-Player? Dedizierte Player für DVDs? Ich kenne das. Fuck, bin ich alt, Alter. Es muss einen Grund geben. Warum kann ich in diesen Raum rein? Die Umgebung ist ja wunderbar, Digga. Ich kann es nicht anders beschreiben. Die Ambiente ist perfekt.
Das kann ich natürlich nicht. Na gut, dann gehen wir da raus. So, one button. Dieser geht's lock von der other side. Okay, gut. Ja, ich wollte jeden Raum abchecken. Ich wollte jetzt nichts verpassen, weil das Schlimmste, was wir machen können in einem Spiel, in dem man armen Ressourcen Sachen verpassen. Also ich finde, und das finden Leute, die wirklich mit diesen Krankheiten leben, dass Cryo 4 die Zustand einer Depression bzw. Einsamkeit sehr gut wiedergibt. Fuck, ich hab. Also, Junge, Alter! Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass jemand, der stark depressiv ist oder durch seine Einsamkeit immer mehr und mehr delusional wird, dass er anfängt, die Welt so einer verschwendeten Sicht anzugucken. Also jetzt nicht dieser Sicht, ne? Aber ich kann mir so vorstellen, dass die Wahrnehmung massiv gestört ist. Junge. Ist was anderes, aber glaube ich rede zu viel. Ich halte aber Maul. A secret note platoon. Those little kiddies are so cute. They look so lovely, I just want to touch them. But then those parents come. That's why I have to kill them. Oh mein Gott, Alter. Ich check das nicht. Hat das was mit Simon zu tun? Hat das mit Simon zu tun, oder? Ist das einfach uns zeigen, wie der alles in diesem Ding lebt? Might be eggs or just knife. Rotted too quick. Alter. Oh mein Gott. Ey. Ey. Digga, ich bin bewaffnet. Kann ich raus? Junge, was ist das? Digga, was ist das? Ist es eins von den Kindern? Was? Alter. Die hat mich schon. Junge. Alter. Wollte ich gerade echt in die Dunkelheit springen, Alter? Rotted too quick. Fuck, man. 9th April. Slowest death yet. 3rd June. Really old. Can't remember. 3rd November. Some play collection 011 collection 04 28th September. Was ist das? Das ist nicht meine Leiche. Collection 01 January 4th collection 02. Tasted bad. Es sind die Bilder eines psychisch nicht mehr stabilen Haus, also Apartmentbesitzer. Ich weiß das jetzt nicht, ob ich, also ich weiß nicht, was jetzt hier real ist, was Teil des liefernden Plots ist. Man darf nicht alles so ernst nehmen, was man so in Horrorspielen sieht. Weil manches ist auch so, was ist im Kopf von dem Charakter. Manches, aber nicht alles. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was hier fake und was echt ist.
Bitte, ja, bitte natürlich in den Kommentaren postet. Also, ich gebe es offen zu. Ich hab das Spiel nicht mehr so schlimm in Erinnerung gehabt. Ich meine das ernst. Ich hab grad wirklich ein bisschen Angst. Aber ich bin froh, wenn ich eine Pussy bin, weil das heißt, das Spiel funktioniert und ich bin sehr zufrieden, wenn das so der Fall ist. Okay, gut, das war jetzt der zweite Stock. Wir gehen dann wieder hoch in den dritten. Moment, wir kamen von hier. Das ist der dritte. Gut, dann gehen wir jetzt in den vierten. Okay, slammed, get open mit. Echt, fünften? Das ist das Dach, oder? Das ist der One Punch. Okay, gut. Oh, fuck. Ne, ich kann das nicht aufmachen. Okay, dann müssen wir von innen da hoch. Vermute ich mal. Dr. Pepper. Fanta. Monster. Rubier. Pepsi. Coca-Cola. Bird. Ich schaffe es immer wieder, diesen Spiel die Atmosphäre zu versauen. Es tut mir leid. Geht's hier weiter? Other side. Was steht eigentlich das? A generic key for an apartment. There's no texted neighbor across. Okay, welche Tür war verschlossen, braucht einen Schlüssel? Im Ernst. Oh, Junge. Mann, ich muss es ausmachen, dass ich doppelt tappe, weil ich manchmal doppelt tappe ich aus Versehen. Hier, so zum Beispiel. Du machst den hier, so. Ich habe keinen Schaden bekommen, also hat gedoppelt tappt halt. Ich weiß nicht, wohin muss ich? Vorfloor. Aber welche Tür ist. Also bei welcher Tür steht locked? I need a key for it. Weil. Ah, das ist Zeit, okay. Also hier kommen wir safe nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier. Ich dachte schon, hier unten liegt was. Wir müssen hier. Dann da rüber. Mit dem zweiten. Vielleicht war am zweiten eine Tür verschlossen. Bei der Tür. Also da, wo die Tür. Wo die Tür war, wo es weiter ging. Nämlich hier. Nein, ich meine die andere. Hier nämlich. Genau, ja, Digga. Mein Gott. So einfach. Was ist denn jetzt los? Warum ist die Musik? Was ist denn jetzt los? Scarface. Scheint jemand jetzt wohl mit guten Musik, Filmgeschmack. Stirb! Was da? Junge! Alles. Wichser. Oh. Was war dein Gerüst? Digga, komm her. Komm her. Ich werde dich kämpfen. Komm. Na komm. Komm doch. Jetzt komm. Jo, was? Fick dich! Was? Hör auf, dich zu bewegen, Alter! Ist der Teppich? Scheiß Teil. Nee!
komm, komm doch, komm doch! Hat ein Doppelmesser, Alter. Ich frag mich echt, was sollen die Notizen mit dem Pedo da? I can't detect this shit anymore, Junge. Wer hat die Wand einfach eingerissen? Ist doch nicht Amerika. Jetzt komm ich da nicht durch. There's something in the ceiling. Oh. Danke für die Glock. Is that a body? Christ, it smells bad. He's holding a gun. Better take it with me. You got the hall key. Press mouse free to toggle iron sights. Iron sights allow you to aim precisely at the expense of limited movement. Boah, es geht. Hier ist man so schnell, so ist man so schnell. Gut, aber mit einer Glock fühle ich mich viel sicherer als mit einem Messer. So kann man laufen. Ja, so wie nah sie sind, muss ich wieder wechseln. Stift. Und Magazin. Okay, Magazin, wir brauchen keinen Inventarplatz. Mach hier auf. Überlag da. Scheiße, das wird gleich richtig unangenehm. Ich werde mit euch. Gleich kommt hier links los. Rechts. Links. Oh, Hall Doors. Die hier? Oder das da hinten? Bis da hinten aus. The hall door is locked. Nutzt doch den Hall Key. Ich muss auch was damit nicht gemacht hat. Oh, oh. Ah. Ja gut, ich hätte es besser lösen können. Ich glaube, ein Schuss hätte gereicht, aber jetzt viel Angst. Das ist ein Holz, weil ich geh noch runter. Fuck, will ich überhaupt hier sein? Eigentlich nicht. Alter. Das hat ein Kind. Warte, will ich das so machen? Das ist jetzt nichts. Ich hab lieber echt meine Gun ready. Oder mein Messer. Fuck, da ist schon viel Blut drin. Oh, Alter, Alter. Ah, Junge. Aua. Mein Gott, Junge. Ich habe mich nicht großartig erschrockt, aber ich habe gespielt, wie so Gänsehaut sich hinten an meinem Nacken gebildet hat. Ach, Junge. Du Arschloch. Speichern wir mal den zweiten Slot. Junge, wir gehen wieder raus. Ich mach. Perfekte Scheiße, Alter.
der Elevator funktioniert? Okay, gut. Aber ich wollte mich noch ein bisschen umschauen. I can't open it. Is it jammed? Ja, natürlich jammt es. Okay. Ganz cool. Ich wünsche, es gibt die Möglichkeit, langsam zu laufen. My secret note part 4. War 3. This one was a good one, very nice to kill. Eats the cut with my knife, like to cut food. Ich hab doch 4 verpasst, oder? Mein Gott. Muss das sein? Ich will nicht gucken. In here. Aha. Die Tür, die wir noch übrig haben. Basement key. I can see from here he's dead. Did he do this to himself? Ich glaube ja. Weil hier liegen die Pillen. Wahrscheinlich Aspirin oder so. Und die öffnen halt die Arterien etwas weiter und dadurch fließt das Blut ein bisschen schneller. Und wenn man sich dann aufschneidet, dann fließt eine Menge Blut in sehr kürzester Zeit raus. Also ja, dass hier Pillenanlagen ist so ein Indikator, dass er selber es getan hat. Wo ich das weiß, bin ich von House of Cards da. Ich glaube von House of Cards, ich spoiler nicht, falls jemand die Serie noch nicht gesehen hat. Ich wurde krank. Das ist okay, das geht nicht auf. Maybe I can climb down here. Ich sehe, Suizid ist, also, ich habe vieles vergessen, aber Suizid ist ein wiederkehrendes, Suizid ist ein wiederkehrendes Theme in diesem Spiel. Bin voll, oder? Bin voll. Ich kann hier durch den Typen ansprechen. Okay, gut. Wir klettern runter. Ja, benutzt es doch. You have placed the rope. Ah, jetzt hat der Raum einen Nutzen. Oh, Magazine. Das heißt nichts Gutes eigentlich. Ich kann nicht nachladen, ich muss das... Mein Handy wielden. Ich nutze lieber den Modus, damit mich auch ein bisschen präziser. Oh, Magazine. Aber wer kommt echt viele Magazine auf Medium, kann das sein?
What the? They weren't there before. Krieg das Magazin. Ich steck deinen Arm einfach durch und nimm das mit Messer. Warum ist es hier so dunkel, Alter? Ich brauch das. Okay, jetzt noch eins. The doors have been completely blocked. Okay, wir müssen logisch denken. Wo kommt man wieder raus? Hier? Vorsichtig, ganz vorsichtig. Warte, ich pack mal mein Handy wieder ein. Oh, Junge. Scheiß die Wand an. Junge, warum erschrecke ich mich so sehr? Was ist das? Ey, Moment, ich muss mal kurz was ausmachen, damit ich mein Magazin besser sehen kann. Speichern. Überschreiben den ersten. Jesus Christus. Ich spiele gar nicht mal auf einer so hohen Lautstärke, aber schon laut, damit ich halt gespukt werde. Das ist gut, Mann. Vielleicht kommt auch eine hier raus, Alter. Da ist doch eine. Scheiße, wo kann ich durchs Fenster schießen? Die stehen halt so scheiße, die stehen halt direkt vor Engpässen. Ich muss die quasi anschießen. Oh, Junge. Aber wo ist Secret Note 3, Alter? Also, wir kommen hier rein. Kommen wieder zwei rein. Das Gesicht ist kurz verschwunden. Jesus Christ, Junge! Weiter müssen, glaube ich, hier lang. Hier hat sich ja alles verändert. Plötzlich sind die Wände verbarrikadiert. Die Stühle kleben an der Wand. Da war nichts, okay. Ich bilde mir Sachen ein, Alter. Was ist das, du? Junge. Fuck mal. Oh, ich habe überhaupt so einen Dash. Was ist mit dir? Da läuft gar kein Wasser. Meine Fresse. Moment mal. Wollte ich nicht hier das Magazin aufnehmen? Wo lag doch mal mein Magazin? Hallo? Ich laufe lieber so. Dann sehe ich mir, dann kann ich besser reagieren.
Da ist die Note. Do not enter, please do not cross. Ich vermute mal, da ist der Raum, wo die ganzen Mörder stattgefunden haben. Entweder sind das die, also sollen das die Opfer symbolisieren, die raus wollen? Ich fasse es nicht an, ich lese die Note, die sie ist. No, as I need to kill some kitties. I stuck the elevator in the hall, so only the personnel can access it by secret code. I guess no kitty will find that out. So they will just have to take the stairs. Fuck, Mann, Alter. Ich will diese Tür nicht ansprechen, okay? Ah, hier. So. Wo weißt du was? Komm, wir machen das einfach mal. It's all chained up, I wonder what happened here. Okay, gut. Warum dashst du? Ich hab doch gar nicht doppelt ge... Mein Gott. Oh oh, oh oh. So was soll ich wechseln, wenn die Pistole leer ist, hä? Guess? Alter, wie das Blut da gespattert ist. Fuck, Mann, ich liebe dieses Spiel. Okay, ab in den Keller. Alter, wie die Blutlachen hier liegen, das ist so geil. Ich liebe dieses Spiel. Oh, shit. Ich darf jetzt nicht übertreiben, ich darf nicht sterben. Ich habe Morphin und da einen Schlüssel. Basement, okay. Alter, wo bin ich hingelaufen? Ich habe die schwarze Figur gesehen, da habe ich mich gedreht, Alter. Moment, ich nutze die Ruhe und lade mal kurz nach. Ist echt ein Magazin weg, okay, ich muss leer schießen. Ach, ich geh jetzt noch weiter runter, okay. Lass mich noch ein bisschen umgucken hier, okay? Ich habe anscheinend viele Schüsse verbraucht. Okay. Da stampft irgendwas weiter oben. Komm ich hier, ne? Jupp, hier kam ich hier. Lauf. Ah, fuck. Lieber davon ist, wenn man Treppen runter rennt, kann es sein, dass man sich das Bein bricht. Ich sollte aufpassen. Tiefer runter. Zum Basement? Zum Speichern. Okay, weißt du was? Ich speichere kurz hier. Geh kurz nochmal hoch. Untersuche diesen anderen Kellereingang und dann gehen wir hier runter. Oh, wird blocked off. Okay, dann gehen wir nochmal hier hin. Aua! Mann, ich muss aufpassen. Ein Ball? Das ist ein Ball. Ah, hier gibt's gar nichts. Vielleicht liegt ein Wasser irgendwas. Hör auf zu dashen! Okay. Ich laufe einfach hier geradeaus. Und gehen runter.
Okay. Oh, Magazin. Das heißt nichts Gutes. Habe ich auch Signales gelernt. Wenn man viel Munition bekommt, bekommt man was Großes. Okay. Alter. Ich hasse sowas. Offner. Junge, jetzt habe ich vorher eine Waffe erschrocken. Ich hasse diese Art von Horrorgestalten. Vor allem, das ist wirklich, wenn ihr eine Kreatur machen wollt oder irgendwie erschrocken, erschrecken wollt, kauft euch eine Maske oder animiert irgendwas mit einem langen, weit geöffneten Mund nach unten. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich das sehe, kriege ich pure Angst, wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe dann Todesangst, wenn ich das sehe. Okay. Das ist übertrieben. Todesangst jetzt nicht, aber ich habe mich da noch nie so unwohl gefühlt. Ich kenne diesen Gegnertyp nicht, aber ich sehe die und ich gebe Abstand. Ich werde die niemals mit dem Messer bekämpfen. Oh Mann. Ich bin zurück. Das Dach. Bis hier lang. Ja, lauf doch. Och nö. Warum ist das Licht aus? Ah, jetzt. Ah, ist rot. Noch ein paar Schüsse. Nee, tatsächlich nur ein Schuss. Nein, 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 das tust du nicht. Nein. Nein, Simon, tu das nicht. Wir helfen dir. Du bist nicht allein. Fuck, Alter. Vor allem Simons Voice Acting ist so gut, Junge. Also an der Stelle nochmal, weil es einfach... Ich weiß, es ist jetzt irgendwie so eine 1,5 Stunden im LP oder so. Falls ihr suizidal seid, bitte guckt euch das Let's Play nicht an. Die Visuals könnten euch verstören und schlimme Sachen verursachen oder euch triggern und so. Bitte guckt das Video nicht an, wenn ihr suizidal seid. Fuck, Alter, warum mache ich das Thema jetzt so spät, Mann? Weißt du was, das schalte ich raus. Es kommt so bescheuert, wenn ich das hier schreibe. Ich brauche das Disclaimer in die Beschreibung dann. Aber das Spiel ist wirklich nicht für Leute, die solche Gedanken haben. Weil. Es geht quasi fast nur darum, wenn man das hier so sich anguckt. You got the videotape. Find a video player. Der Inventar ist noch nicht voll. Das wird dich erschrocken, aber... Jetzt kommen wir das zurück, ne? Der hat mich nicht erschrocken, aber... Unerwartet war das schon. Gut. Machen wir wieder Main-Saferung, gehen wir das zurück. Weil ein Videoplayer gibt es oben nicht, deswegen muss irgendwo hier sein. Oh. Da muss es nicht doch oben sein, okay. Dann speichern wir kurz.
Ja, das könnte einen Elevator rufen, aber ich glaube, das ist wirklich hinüber. Geht hier jetzt was auf? Wo war denn ein Videoplayer? Ich habe gar nicht darauf geachtet, weil ich versucht habe, mich nicht arg in Gefahr zu bringen. Nee, kann ich vergessen, hier ist ja nichts. Ah, hier. Hat die Tür nicht vorher offen? Warum ist die jetzt? Warum hat die zu? Oder hat sie jetzt einfach so angehört? Naja. Gut, dann. Hallo? Okay, ich geh drücken. Es gibt der Partners für die Elevator. Warum hat er... Ja, okay. Aber... What the fuck? Ich bin stuck somewhere. Geht's hoch zu 4? Jetzt der Keypad next Elevator. Oder 5, 7, 4, 9. What is this place? Ich glaube, wir haben sowas ähnliches wie Silent Hill gerade. Oder schlimmer. Sind das Babys? Alter, wir kriegen jetzt sehr viel... Alter, sind das verstörende Schreie, Junge. Ich laufe jetzt nur mit der Waffe, falls ich schnell nachladen muss. Es klingt für mich nach Schreie. Sam geht's auch nicht so gut. Fuck man, das ist echt deprimierend. Das fühlt mich echt eingesperrt gerade. Hier war gerade eben noch alles in Ordnung, jetzt ist alles zu, Alter. Was heißt in Ordnung? Halt, man konnte hier durch. Junge. Ich glaube, mir gefällt es gar nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie reinrennen. Ich bin ein bisschen methodischer. Vorsichtig. Vorsichtig. Der. Vorsicht. Vorsichtig. 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 Vorsichtiger. Ich kann nicht reden gerade irgendwie, weil ich. Das klingt nicht nach Schritten, das klingt nach einem Herz.
Ich will wirklich nicht weiterlaufen. Ich will hier raus. Okay, hier ist der Speicherpunkt, das wird gleich ernst. Weil in diesem Spiel gibt es auch Bosskämpfe und das sieht sehr nach Boss aus. Viel Munition, sehr linear. Das war die Einbildung, die wir kurz gesehen hatten. Am Anfang des Spiels. So. Nachladen. Machen wir auf Damage? Oh Junge. Okay, ich verstehe. Wir machen mal schlauer. Nein, okay. Warte, machen wir den Modus anders. Wechselzone. Stich, 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 Stich. Wow. Oh fuck. Oh, oh shit. Hoppla. Okay. Ihm zu nahe kommen und an den Rücken zu schießen ist eine schlechte. Wir müssen wirklich Abstand halten. Und dann stechen. Alter, wie dicht der ist. Das letzte Magazin. Alter. Da kam gerade kurz. Oh fuck. Who's that? Relax. I am not one of them. Who are you then? I'm nobody. What? You shouldn't be here. It's very dangerous. Wait. Why are you wearing a gas mask?
Okay, who was he? Nobody? Chapter 2. Who is the doctor?